Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Heute geht es um die Lion Roll. Die Lion Roll ist eine Rolle im Hoop. Genau, vielleicht habt ihr die auch schon mal gesehen, schon mal vielleicht ausprobiert und euch gedacht, oh nein, nie im Leben, wie soll das funktionieren? Ich zeige euch heute meinen liebsten Eingang, meinen liebsten Ausgang aus der Lion Roll und auch ein paar Tipps, wie ihr sie ganz sicher hinbekommt. Wenn ihr möchtet und euch das Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Hier werdet ihr ganz bald ganz viele Tutorials zu Pole Dance, Hoop sehen und noch viele andere Sachen, die so eine Pole Arena betrifft. Für den Anfang kann ich euch sehr ans Herz legen, euch zum einen einen Backwarmer anzuziehen, gerade dass hier der Bereich geschützt ist, weil das da doch am Anfang ein bisschen mehr wehtut und ja, wir müssen es ja nicht ganz ausreizen. Außerdem empfehle ich euch, euch solche Ellbogenschoner zu holen. Die habe ich bei Amazon zum Beispiel geholt. Gibt es aber auch überall. Genau, einfach damit hier so ein bisschen der Ellenbogen geschützt ist. Wir brauchen es vor allem auf einer Seite. Ich werde es nachher links rum brauchen. Aber wir wollen ja eh beide Seiten machen. Und wer weiß, wofür man sie noch braucht. Als erstes müsst ihr euch in den Hoop setzen. Ob ihr euch davor andreht oder nicht, ist egal. Falls ihr euch aber dabei drehen wollt, müsst ihr die Drehrichtung danach in der Lion Roll beachten. Wenn ihr dann gerade im Hoop sitzt, entscheidet ihr euch für einen Arm, den ihr am Hoop dran lasst. Ich lasse meinen rechten Arm am Hoop dran und drehe mich dann über meine beiden Beine, die ich vorher geschlossen lasse. Wenn ich meinen Bauch zum Boden gedreht habe, löse ich mein rechtes Bein aus dem Hoop raus. Wenn ihr euch rausgelehnt habt, winkelt ihr euer äußeres Bein an, zieht es Richtung Brust und dreht euch damit zum Hoop. Achtet darauf, dass ihr das Bein vor dem Hoop entlang führt und nicht wieder in den Hoop. Euer freier Arm folgt eurem Bein und schiebt sich mit der Schulter vor den Hoop. Euer Kopf taucht dabei unter eurem oberen Arm hindurch, sodass ihr jetzt halb im Reifen liegt. Durch das Eindrehen ist nun euer vorher freies Bein im Reifen eingehakt. Nun greift ihr mit eurer oberen Hand nach außen und eure freie Hand greift nach unten an den Reifen. Ihr bringt euer freies Bein über vorne in den Hoop, während ihr euer angewinkeltes Bein aus dem Hoop entfernt. Dabei drückt ihr in den unteren Arm und zieht aus dem oberen Arm. Euer oberer Arm geht über vorne hinter den Hoop, sodass ihr nun mit der Armbeuge eingehakt seid. Nun geht es an die eigentliche Lion Roll. Achtet darauf, dass ihr nicht gerade sitzt, sondern mehr seitlich am unteren Teil des Hoops. Euer freier Arm beginnt und führt aus dem Reifen heraus, während eure Brust geöffnet ist und euer Oberkörper eurem Arm folgt. Das freie Bein winkelt an und zieht nach oben mit dem Knie durch den Reifen durch, während euer Oberkörper unter dem Hoop ist. Wichtig ist, dass ihr die Beine nicht zusammen macht, sondern beide Beine voneinander entfernt lasst und auch eure Po-Muskulatur arbeitet. Sobald euer Oberkörper mit Hilfe eures führenden Arms wieder auftaucht, ist euer unteres Bein kurz halbwegs gestreckt, bevor die Rolle wieder von vorn beginnt. Um aus der Lion Roll wieder rauszukommen, führt ihr in der letzten Rolle das Bein nicht angewinkelt durch den Hoop, sondern streckt es und drückt es gegen den oberen Teil des Reifens. Die freie Hand greift nun auch neben euch an den Reifen. Ihr löst euer angewinkeltes Bein und zieht das gestreckte Bein nach unten, sodass ihr jetzt im Star on the Bar seid. Den Drop gibt es dann ganz bald in einem neuen Tutorial. So ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich wie gesagt über einen Daumen hoch freuen und vielleicht wollt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir auch gerne bei Instagram, da heiße ich Alicia_polefitness. Genau, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen.